SAPF, Leute an der Stelle, für alle, die nicht wissen, was SAPF ist. SAPF ist SAPF. Nach einem heißen Tag braucht man einen SAPF. Mhm. Aber ich werde es jetzt nicht nachmachen, ich werde das nicht butchern, weil dafür ist es Wasser. Zu gut. Man braucht Wasser. SAPF soll man ja nicht trinken. Was willst du trinken? Einen SAPF? Mann. Auf jeden Fall, ja. Wann ist denn das nochmal? 1. November. 1. bis 3. November, glaube ich. Mhm. Also direkt nach Halloween. Spooky. Dann kommt auf jeden Fall vorbei. Ja, safe. Und dann gibt es mehr Squittendorf-Action. Also ich hoffe auch wirklich, dass wir wieder so ein... ich finde jetzt gerade Melee in Deutschland wieder so... ist wieder richtig gut am Kommen. Wir haben 80 Leute heute hier. Ja. Das ist insane. Wir hatten bei NDM richtig viele Leute. Das ist so nach NDM, also NDM hat es halt wirklich so ein bisschen wiederbelebt, weil letztes Jahr haben wir alle noch gesagt, ey, Deutschland, Melee ist so ein bisschen tot irgendwie. Schon ein bisschen. Also ich habe auch nicht viel mitbekommen da. Und jetzt nach Neue Deutsche Melee direkt mit so einem 80er, krass, mit so einem 80er One-Day-Bracket, meinst du, One-Day nachzulegen im Eck von Berlin. Heftig. Ja. Und SAPF sieht ja auch sehr gut aus von den Zahlen. Also wir haben hier so ein kleines Revival going on. Das macht mich sehr happy. Übrigens hier auch sehr spannend, weil die haben bei NDM in Pools Game 5 gespielt. Oh, okay. Geldmann und Blaze. Und das ist normalerweise was, also so Falco, also weiß ich nicht, normalerweise gab es jetzt davor in Deutschland nicht so viele Falcos, vor denen sich Blaze irgendwie fürchten musste. Ja. Mittlerweile sieht das anders aus. Also genau. Wir haben hier Geldmann, wir haben Fasan, der auch schon ein Set von ihm genommen hat, Irfa natürlich, Kinso, also King auch. Also der Falco kam aber in Deutschland, jetzt wo du es sagst. Ja, ist crazy. Das, aber was wir auf der Welt nicht haben, haben wir dafür regional. Und I'm all for it, Alter. Bin ich aber sehr happy mit, weil Falco ist halt einfach cool. Er ist halt einfach cool der fucking coolste. Er ist halt der fucking coolste. Kann man nicht anders sagen. Man kann nicht genug Falco in diesem Spiel haben. Ja. Es ist einfach so. Hat man ja auch gerade an dem Set gesehen. Ja. Geldmann hatte ich als Fox in Erinnerung, wenn ich ehrlich bin. Er hat ich auch Fox ihn gespielt sehr lang. Er hat so Dual Main gemacht, Fox und Falco. Aber ist dann jetzt in den letzten, ich glaube im letzten Jahr hat er dann gesagt, okay, nee, komm, ich lasse den Fox spielen, nur noch Falco. Mhm. Also quasi so deutsche Mango, so ein bisschen. Aber es funktioniert sehr, sehr gut. Also ich habe auch gedacht, ja, okay, gerade so Matchups Peach, da ist ja Fox schon ein bisschen besser als Falco. Ja. Aber er kriegt es ja auch so hin. Ich meine, er hat ja auch schon ein paar Mal gegen Young Ulrich gewonnen, zum Beispiel, Jedu, also er hat auch sehr gute Peach-Practice. Ja, ja. Er ist auch immer noch in Führung, also er kann hier mit dem ersten Game davonlaufen. Ich finde es immer so schrecklich, sowohl schön als auch schrecklich, wie straight runter manchmal diese Falco-Downer einsendet. Du bist gefühlt on stage, auf einmal machst du den hier, so eine Achse. Weiß nicht, so eine Hypotenuse oder was auch immer das im Geometrieunterricht damals war. Ja, jetzt muss einfach ein bisschen vorsichtig gewallt werden. Ist sehr klein von Blaze. Er lasert ihn sehr gut gerade. Mhm. Oh! Mit dem Taunt! Manchmal musst du gar nicht so viel machen. Du musst einfach nur gucken. Okay, du rollst dahin und ich habe meinen Falco Downer. Ist das the craziest Geldmann-Run? Hey, es ist... Ja, kann sein. Er hat sogar gegen mich gewonnen. Dann ist der Run jetzt... der Run ist besiegelt. Aber wer hat ihn denn in Losers gesendet? Ludiking. Ein DK. Aus, ich glaube, Norwegen. Sowas? Ja. Also okay, der Name sagt mir wirklich gar nichts gerade. Irgendwie, also ich war ein bisschen... Also ich war verwirrt, dass wir halt hier... Abgesehen von Velani auch andere International-Teilnehmer anscheinend haben. Ja. Chip ist ja auch da aus UK. Ja, ja. Also ist crazy und er hat ihn halt mit seinem DK 3-0 einfach. Und wir sehen, er hat auf jeden Fall seine Composure wiedergefunden. Ist denn der DK noch drin? Ist ja, ich glaube nicht. Nee, wir sind ja jetzt hier in Top 8, glaube ich schon. Okay. Und das finde ich super crazy, das Comeback zu machen, weil er war halt in sehr, sehr schöner Wave Dash Back F-Smash, ein Falco Classic. Er war sehr früh halt schon ein Loser, ich glaube in Losers Round 2. Und hat sich bis hierhin durchgekämpft. Ja, also und hält sich jetzt auch gerade wirklich mehr als nur wacker gegen Blaze.
Es ist halt auch immer schön zu sehen. Ooh, let's go. Ja, das ist so Blaze Classic. Mit der Backhand irgendwie nochmal. Einfach so, ich weiß nicht, so, wenn der Spin kommt und dann kommt so dieses kleine letzte Stück, was nicht mal so ein richtiger Strong Hit ist. Ja. Satisfying. Oh, wer was ist, war das denn? Jetzt muss ich mal fragen, wer ist der beste Spieler, gegen den du je gespielt hast? Wo du dir wirklich dachtest, ich verstehe Neutral nicht. Boah, schwierig. Ich würde sagen, wahrscheinlich entweder Niki mit seinen ICs oder Prof. Prof auch anders schnell in Neutral. Also, ich weiß noch, gegen Prof habe ich mal gespielt. Und ich bin extra, glaube ich, auf, weil ich wusste, dass er auch so ein kleiner Laserer ist, so, gerade gegen Floaties. Oh, sehr schöner Trade. Wow, sehr schönes Trade, nice. Restock. Nice. So ein kleiner Laserer ist, deswegen habe ich so gedacht, okay, komm, wir gehen auf eine kleine Stage. Ich bin, glaube ich, auf FOD gegen ihn gegangen, in Game 1. Der habe ich trotzdem gelasert. Der ist um meine Nase rumgetanzt mit seinen Lasern. Wirklich super, super heftiges Spacing. Und jeder, der schon mal gegen Prof gespielt hat, weiß, die Shiner of Shields, das schnellste, was jemals irgendwie was ein Auge gesehen hat oder nicht gesehen hat. Also, da bist du einfach gehittet und kannst nichts gegen machen. Das war auch krass. Aber ja, wahrscheinlich Prof oder Niki. Heftig, dass Niki auch wirklich schon jetzt auf dem Niveau ist, wo man so etwas von ihm behaupten kann. Ja. Als jemand, der, ich würde doch sagen, vergleichsweise nicht so viel Full Charge. Full Charge, wow. Er kriegt den erstmal sau knapp. Clean. Der vergleichsweise mit in dem Top-Top-Niveau EUs ja doch nicht so viel Spielzeit auf dem Buckel hat, würde ich jetzt sagen. Ja, für mich... Das könnte sogar Prisoned auch sein. Und Prisoned habe ich auch letztens gespielt. Das war auch krass. Der ist auch cracked. Also ich weiß, damals war das für mich ganz klar Triff, wo ich echt dachte, so, ich check gar nichts mehr. Also das ist insane. Aber der ist ja auch einfach nur ein Fox-Spezialist. Ja, gut, der frisst ja mittlerweile fast alles zum Frühstück. Ja. Ich glaube, Puff ist das Einzige, wo er irgendwie Probleme hat, was ja auch ein bisschen am Matchup liegt, aber sonst, Ich muss sagen, ich finde es einfach toll, welche Matchups wir heute sehen. Ja, sowohl in Doubles als auch hier. Ja, so die ganzen Falcos, aber dann hast du auch hier mal eine Peach, Fox, dann natürlich die ganzen Storylines, die Spieler mit sich bringen. Ist auch mal schön, weißt du, so wenn jetzt so ein Kinso mal für eine längere Zeit nicht aktiv war, wiederkommt und dann ist irgendwie so noch ein bisschen geschmacksvoller. So, was packt er jetzt aus? Ja, ist immer was Neues dabei. Ja. Du merkst einfach, wenn du die Leute auch länger nicht gesehen hast, die haben trotzdem weiterentwickelt. Die machen Sachen, die hast du davor noch nie von ihnen gesehen. Ja. Was ich vor allem sehr nice finde bei dem Individuum, was gerade spielt, Blaze. Ja, wow. Downer sehr, sehr gut, weil er schon so lange spielt und trotzdem sich immer neu erfindet. Ja. Wird dieses Top-Niveau auch nicht verlassen, egal wie alt er wird. Ja, egal wie viele neue Leute reinkommen, die so gut sind. Ja. Er bleibt trotzdem standhaft. Ja. Blaze bleibt hart. Blaze bleibt hart. Okay, oh, die Downer sein. Könnte ein Gimp werden. Ja. Downer hat ihn irgendwie so nach vorne gesendet, hast du es gesehen? Ja. Er hat ihn von links getroffen und dann schickt sie ihn trotzdem nach rechts. Ein bisschen komisch die Eid. Und das ist dann halt auch der Gimp. Okay. Oh, wartet. Also, wird gescheint. Ja, scheint ein bisschen. Und die Upair ist Triple Upair. Drei Upairs mit Falco, was? Es geht weiter. Okay. Ja. Die Pressure. Oh mein Gott, was ist das? Aber du musst dich erstmal trauen, so den Schild zu halten. Das nenne ich so Verständnis fürs Neutral. Okay, irgendwie hat die Nair. Hätte ich jetzt gedacht, das wäre ein Easy Back Air, aber irgendwie kam es nicht. Ich habe irgendwie einen F-Smash gefühlt. Okay, Up Throw. Oh, gerade so. Okay. Sneak die Down rein. Der Short war so wichtig. Okay, 2-1 gelten, Mann. Laser Up Smash? Alles klar. Ja. Das ist eine Option, die sieht man nicht alle Tage, aber nicht schlecht. Nicht schlecht. Ja, bei den Prozenten gerade auf Stadium auf jeden Fall möglich. Also, weiß nicht. Das war auch gerade sehr, sehr gute Composure, weil es sah halt aus, als wäre das jetzt wieder fast ein Gimp. Kriegt den Most Clutch Shorten, den ich den ganzen Tag über gesehen habe. Ja. Und weiß dann einfach, okay, ich komme auf die Stage, Laser Up Smash. Also auch sehr gutes so Verständnis für die Situation, egal wie knapp es wird. Clutch Mindset, auf jeden Fall. Ja, vor allem, das sah halt wirklich aus, als wäre es kurz vor einem Blaze Comeback.
Oh, ich dachte, jetzt kommt der. Oh mein Gott. Melee 2024. Oh, nee. Und da kriegt er den Reversal. Parasol. Oh, Melee 2024, ja. Melee 2025. Ja, alles im Gepäck. Ja. Ein Parasol, Krone, ja. Er nutzt alles ja. hier. Ganze Toolbox von Peach mitgebracht. Die Prinzessin ist sich nicht zu schade. Ja, pünktlich zum Release des neuen Spiels okay, bald ist Blaze auch wieder hier und hat das ganze okay. Repertoire mitgebracht. Sehr schöner Gimmick. Ich pack's nicht. Das war einfach zu clean gerade. Oh, nice Dash Dance. Okay, jetzt muss man so ein bisschen gucken, wie mache ich das jetzt wieder auf, weil... einmal am Wochenende und der Schlick fehlt. Und Geldmann so, was zeigst du mir da? Was ist das? Brauche ich nicht. Ich mag keinen Pilz. Okay. Das ist einfach die Awareness, auch zu wissen, okay, Peach kann gerne von der Ledge kommen, ich kann einfach warten. Weil da kann mir nichts passieren eigentlich, wenn Peach von der Ledge kommt. Mhm. Und wenn ich warte, dann kommt vielleicht mal so ein Toad. Ich meine, wenn man in den reinspringt, das ist natürlich ungünstig. Aber das passiert normalerweise auch nicht so viel. Aber ja. Ich finde, irgendwie zieht Blaze erstaunlich wenig Turnips. Ist das so ein Matchup-Ding? Ich glaube, das ist ein Matchup-Ding. Ich glaube, du kannst gar nicht. Sehr schön die Ledge gecovert. Ja. Ich glaube, du kannst gar nicht so viel Turnips ziehen. Ja. Weil ich Falco auch mit seinen Lasern immer unterbrechen kann. Ja, ja. Nee, das stimmt. Ah, kriegt. Auch hier leider jetzt gerade kein Opening. Okay. Oh, und er wollte ihn der Down Smash wieder sonst wohin ziehen. Oh mein Gott, okay, er hat den kompletten Down Smash avoided und er hat ihn selber gedown smashed. Einfach, das war gerade wirklich einfach nur Sigma. Get up into Down Smash. Ja, so, ich mach nichts anderes, einfach nur. Oh, heftiger Ledge Dash. Mhm. Okay, er kriegt auch seine Prozente jetzt hier rein. Oh, wollte den Air Dodge in readen mit so einem Drift in Down Air. Oh, was? Die Schubselise komplett weggeschubst. Fast gekillt. Tschüss. Ah ja, das ist dann einfach, das ist einfach so. Und es war sogar ein Stitch. Da war er jetzt. Das war wieder so klassisch Blaze. Okay, ich mache jetzt einfach Upthrow, Tag in, Tag out, Tag einfach on Place. Ich kann das mit Peach covern. Ich habe diese Situation schon mehr als oft genug gesehen. Aber die beiden Spieler, die lächeln, die haben Spaß. Ja, die DI war natürlich auch sonst irgendwo, weil Geldmann halt weg von der Top-Plattform, die er ein wollte. Ja. Er hat gedacht, okay, jetzt kommt eine krasse Combo und Blaze hat sich einfach gedacht, ja, Down Smash. Ja. Das Einzige, was ich brauche jetzt. Genau. Yoshis. Ja, haben die nicht schon auf Yoshis gespielt? Nee, ich glaube nicht. Was aber, für ein Down-Air das war. Das war crazy. Finde ich krass, so dass Yoshis... Warte, darf man im Best of Five jetzt bannen? Nee, oder? Nee. Ja. Okay. Mal kurz im Ultimate-Mindset. Entschuldigung. Auf jeden Fall, ja, Yoshis für die letzte Stage für Peach finde ich ein bisschen schwierig. Klar? Aber er hat sich den letzten Counterpick natürlich auch erkämpft. Das stimmt, definitiv. Ja, es ist schwer jetzt für Blaze, weil, oh wow. Also ich könnte schwören, dass die auf... Weil dann kann sowas passieren. Schon, auf Yoshis schon gespielt haben. Oh, die Achtung. Das sieht gut aus für Geldmann. Ja. Prenzlberg-Chance. Ja. Ja, doch, die, ich glaube, das ist die Prenzlberg-Vorwahl oder sowas, glaube ich, 104. Man muss einfach mit dem... Oh mein Gott! No way! Das war natürlich unfortunate, dass es zur Stage gesendet hat und nicht weg... Okay. Trotzdem das zu taggen, no way. Okay, das ist sauschwer jetzt für Blaze. Er ist irgendwie noch gar nicht für sowas gegangen. Das ganze Set über nicht für so einen risky Down-Air kann er natürlich hier machen wegen dem Wall-Jump. Näher. Grab, geht sehr guter Sock bisher. Wer hat denn das Game 5 bei NDM gewonnen? Blaze. Okay, dann ist das jetzt hier personal. Down-Hair und noch einer und that's it. Krass. Das war einfach clean. Das war heftiger clean. Also heftiger Geldmann-Run bisher. Er ist in seiner Hometown. Oh, das ist heftig. Das war echt nice. Ach, crazy. Ja. Also das Turnier steckt voller Überraschung. Nach diesem heftigen Game 5 Set zwischen Kinzo und Niklas kommt sofort hier ein nice Upset.